Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben mit dem New Bellingsome Patch, wo wir hier im Lager der Lager der Piraten sind und uns jetzt auf den Weg in den Canyon machen, um dort das Versteck von dem Francis, heißt er, zu finden und uns auch mal ein bisschen umzugucken, ein bisschen aufzupassen, aber auch, dass wir nicht gekillt werden natürlich. Weil dort ja verschiedene fiese Viecher auch rumlaufen. Was kann dem sein? Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Mhm. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. Gut zu wissen. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Dann werden wir da auch nochmal hingehen. Aber ich glaube, das machen wir, nachdem wir im Canyon waren. Im Endeffekt ist die Reihenfolge ziemlich egal, aber halt. Achso, ich habe gerade gedacht, hey, was habe ich da für einen Zauber in der Hand? Aber ja, ich hatte mir die Eislanze gemacht und kämpfe ja momentan mit dieser. Ich sehe aber gerade, dass mein Mana auch nur halb voll ist, was mir nicht gefällt. Jetzt muss ich gerade mal irgendwie was futtern. Geschwindigkeitstrank brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Achso, das waren ja auch Geschwindigkeitstränke. Habe ich ja extra ganz viele von gekauft. Weiß warum nicht, oder? Doch Mana-Bonus. Ich hoffe, man wird da vielleicht nur nicht besoffen. Das wäre kacke. Ich gucke gerade einfach die Sachen an, die wir haben, weil Lebensenergie-Bonus kriegen wir ja durch fast alles irgendwie. Aber Mana-Bonus halt nicht da. Mana-Bonus 10, das klingt doch gut. Feuernessel. Gibt es euch auch noch bessere Feuerkraut und Feuerwurz, ja. Aber die besseren hebe ich mal auf. Vielleicht kann man daraus irgendwie noch Tränke machen. Muss ich sowieso mal nochmal, wenn wir wieder in Korinnes sind, mal bei den Feuermagiern fragen. Da war ja auch einer, der uns, wenn man ihm die Zutaten gibt, was braut. Ob der uns dann vielleicht ein paar Mana-Tränke brauen kann. Oder ob das die Wassermagier vielleicht auch machen können. Das wäre natürlich praktisch. So. Hier ist der Canyon. Und da hinten ist schon der erste Feind. Ein schwerer Feind, sage ich euch. Ein schwerer Feind. Es ist eine Wüstenratte. Es sind mehrere Wüstenratten, deswegen sollte man auch aufpassen ein bisschen. Weil, wie ihr euch vielleicht entsinnt, ich habe nicht die beste Rüstung und wenn man dann zu viel auf die Fresse bekommt, dann kippt man auch um, auch wenn man eigentlich stark genug ist. Und ich habe hier was gefunden. Und zwar ein Sockel für einen Teleporter. Und da ist auch nur ein Teleporter und nichts anderes. Dementsprechend werden wir da den Steinchen drauf tun und erstmal zurück zu den Wassermagiern gehen. Und dann den richtigen anquatschen. Ich weiß gerade gar nicht, welcher das richtige Mix hier. Warte mal. Dies ist der falsche. Der kann mich nur die Sprachen lernen, das mir momentan immer noch nichts bringt, glaube ich, Meriadon. Oder ich habe einen weiteren Teleporter aktiviert. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich, hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt, ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Das lässt sich einrichten. Bei ihm könnten wir auch eigentlich mal unser Mana steigern, fällt mir gerade ein. Hansa 160, aber je mehr, desto besser. Übrigens, ihr seht vielleicht auch, jetzt ist der da vorne aktiviert worden. Das liegt einfach daran, dass natürlich in die Richtung auch der Canyon liegt und dass die immer in die Richtung auch ausgerichtet sind. Saturas, was willst du? Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yar-Kandal. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Mhm. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yar-Kandal beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt?
Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Okay, wegen Ravenrick hin. Überkreis der Magie bringt mir auch nichts. Adanos möge dich schützen. Dich auch. Also zu Riordan müssen wir einmal und dann wollte ich gucken, ob wir vielleicht bei einem der Händler vielleicht noch ein paar, bei einem der Magier, der vielleicht mit uns handelt, also Kronos wahrscheinlich ein paar Mana-Tränke bekommen oder allgemein Sacktränke. Nefarius war, glaube ich, nichts zu reden, oder? Runen erschaffen brauchen wir gerade nicht. Wo sind die anderen? Da hinten steht einer. Das müsste ein Riordan sein. Müsste ich noch Kronos finden, wo ich keine Ahnung habe, wo der schon wieder hin ist. Dass ich einfach an einer Stelle stehen bleiben könnte, mal rumwandern müssen. Entgegen, Satoras schickt mich. Satoras schickt mich. Ich soll die fünf Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Wo finde ich die fünf Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. So wie ja alles. Okay. Wegen der Herrenhäuser kann ich noch was sagen? Wegen der... Ja? Erzähl mir nochmal, wo sich jedes... Das Haus der Gelehrten... Nee, das brauche ich nicht. Sie sind erhöht. Okay. Ich wollte noch zu Kronos. Ist das Kronos? Ich glaube nicht. Myxia. Satoras. Das da hinten könnte Kronos sein, weil das hier ist immer noch wer heißt der eigentlich? Merdarion. Dieser Name. Der hat auch noch einen Zauberstab an. Hey! Muss eigentlich mal gucken, wie gut der ist. Lass uns handeln. Stab der Wassermagier. Benötigtes Mana 50, 2 und Bonus 4, Mana Bonus 50, Schaden 65. Klingt ganz gut. Aber so gut auch wieder nicht. Die nehme ich mal einfach alle mit. Und die auch. Lebensenergie. So. Ich überlege gerade, ob ich ein paar Pfeile noch mitnehmen soll. Pfeile. Zauber. Wir haben im Prinzip ja die Eislanze. Die sollte ja für die meisten Sachen reichen. Und ob der irgendwas Besonderes hat. Unwetter ist natürlich geil. Dann nehme ich die einfach mal mit. Das sind halt die... Hat ja letzte Folge schon... vorletzte Folge schon gezeigt. Der hat zwei Runensteine. Gekauft. Aber Wasserflaschen brauche ich, glaube ich, nicht. Gut, das wäre dann auch schon alles. Was wollte ich gerade sagen? Achso, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Runensteinen, die man sonst bekommen kann. Und wenn man hier noch zwei weitere bekommt, ist doch ganz nett eigentlich. Zurück zum Canyon. Kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte für. Und wieder die Eislanze reinnehmen. Falls wir jetzt auf Gegner treffen. Also hier kann man natürlich auch einfach... Achso, hier kann man wirklich runtergehen. Ich dachte, hier könnte man nur runterspringen. Hatten wir eigentlich irgendwo auf der Karte verzeichnet, wo dieses Versteck ist? Nee. Irgendwo in einer der Minen hieß es. Ist natürlich eine unglaublich genaue Angabe. Ich halte mich einfach mal links an der Wand bis zur Mitte des Canyons und dann wechsle ich mal rechts rüber, weil ich glaube nicht, dass wir tief in den Canyon rein müssen. Okay, da ist nichts. Das ist nicht gut, hier runter zu gehen, weil das sehr steil ist. Aha, da sind schon die ersten Razor. Dann versuche ich erstmal auf der rechten Seite lang zu kommen. Und wenn wir da nichts finden, müssen wir halt gegen die kämpfen. Und das sollte ja eigentlich mittlerweile klappen, nur ich... Ach, da ist schon eine Mine. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die doch ein bisschen stark sind. Sind die gerade neu gespawnt? Da hinten ist auch wieder eine Fangheuschrecke. Das ist strange. Nichts zu holen. Als wäre der Wechsel durch die Portale ein Argument zum Neuspawnen der Viecher. Ja, ich sollte mir vielleicht mehr Mana zulegen.
160 scheint nicht die Masse zu sein. Krass, also hätte ich nicht gedacht. Okay, wie viel Mana verbraucht dieser Zauber? Weil der Feuerball würde 7 verbrauchen und die Eislanze verbraucht 10. Ist aber vom Schaden her, also verhältnismäßig gleich. Nur der ist günstiger. Das heißt, wir könnten im Prinzip eine Eislanze 16 Mal zaubern, bevor unser Mana leer ist, wenn wir volles Mana haben. Das ist irgendwie knapp. Knäpplich. Ich bin irgendwie beim falschen Spiel noch. Ich habe letzte Zeit wieder relativ viele Online-Rollenspiele gespielt, deswegen drücke ich die ganze Zeit B, um mein Inventar zu öffnen. So, Reflexe und so. Das heißt, für jede Pflanze, die wir hier futtern, können wir einen Zauber wirken. Na, geil. Ich glaube, okay, da ist der nächste Razor. Wir sollten vielleicht doch einmal dieses... Was ist es nochmal? Diese Konzentration weiter hochskillen. Ich weiß nicht, wie stark die ist. Das lässt sich ja bestimmt irgendwie rausfinden. Okay, das war unnötig. Okay, ich kann die auch mit 2 Zaubern wegmachen. Das heißt, wir können uns auch auf den auf der linken Seite gleich noch widmen. Es sind, glaube ich, nur 2 gewesen, die da beieinander standen. Die Sache ist halt, wenn es mehrere sind, wie gesagt, können die einen schnell killen. Da links kommt auch, glaube ich, schon irgendwas. Und es ist ein Beißer. Bei denen weiß ich nicht, wie stark die sind. Ich habe hier abgespeichert. Okay, die sind schwächer. Da wäre natürlich dann besser, Feuerball zu benutzen. Weil es sonst einfach nur scheiß viel Mana kostet. Achso, die sind da hingelaufen, nicht um mich anzugreifen, sondern um zu futtern. Das ist bitter. So. Ach, ich hab Bock, das Zeug zu futtern jetzt. Komm, hier einmal 50, 100, gut ist. Ich will nur einmal hier um die Ecke gucken, nicht, dass mich jetzt beim Plündern irgendwas überrascht. Aber ich glaube, das waren auch erstmal alle hier in der Gegend. Gut. Mir fällt gerade was ein, ich spiele momentan auch noch außer Online-Rollenspielen auch noch Dark Souls. Was mir sehr gut gefällt, muss ich zugeben. Und wollte einfach mal die Frage stellen, das Spiel hier dauert zwar noch was, aber ja nicht ewig, ob danach Interesse bestehen würde, halt sich Dark Souls mal anzugucken zusammen oder eher dann doch Gothic 3. Oder... Risen habe ich auch noch irgendwo auf Lager, was ich auch noch angucken wollte. Das wäre also die Frage, was ihr da präferieren würdet. Könnt ihr einfach gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Da hinten ist ein Minecrawler, hier ist keiner. Ich habe mit Abzweigung immer so ein Problem. Sorry, dass ich gerade ein bisschen leise bin, aber ich konzentriere mich. Den habe ich nicht getroffen, weil er um die Ecke läuft die ganze Zeit. Ja, wir brauchen dringend eine bessere Mana-Regeneration, ich merk's. Okay, das hier können wir schon mal leer räumen. Lederbeutel, Blauflieder. Richtstab, Trank. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Auch kein rotes Kreuzchen. Weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, gibt es ja in der Welt verteilt rote Kreuze, mit denen, an denen man graben kann, um Schätze zu finden. Achso, ich sollte vielleicht mal einen Mana-Trank trinken. Aber wir müssen uns einfach irgendwie eine Möglichkeit suchen, noch mehr Mana-Tränke zu bekommen. Da ist ein gutes Kreuz und das war es auch schon. Dann können wir auch gut regenerieren, das ist natürlich die Alternative. Allerdings gibt es halt davon auch nur, wie von anderen Sachen, meist eine begrenzte Anzahl. Und irgendwann ist die halt aufgebraucht. Außer wir fangen halt an, selbst zu brauen. Aber wenn wir selbst brauen, kommt das Problem ins Spiel, dass wir die Feldknöteriche war das, brauchen. Und davon habe ich auch nur 6. Also, es ist auch nicht die Masse. Aber ja, wir schaffen das schon irgendwie. Hab ja noch ein paar
Erfahrungspunkte übrig. Allerdings müsste ich dann, glaube ich, wieder zurück Dingsbums in nach Corinnes. Schatzkiste. Kann man die jetzt öffnen oder ist es einfach nur eine Schatzkiste? Ein Haufen Zeugs erhalten. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wenn doch... Ich habe ja abgespeichert. Dann stelle ich das aber offscreen, glaube ich, nach. Und ihr seht das dann in der nächsten Folge. Alles erledigt direkt. Weil ich muss ja nicht alles zweimal vor Kamera machen. Nur weil ich einen doofen Fehler mache. Was wollte ich noch hier im Canyon machen? Und irgendwas wollte ich noch machen. Achso, ich wollte mich umgucken. Von der Beschreibung her, die uns der Dingsbums gegeben hat, der Myxia war das doch, oder? Ne, irgendeiner von den Magiern halt. Müsste ja auch eine der Festungen hier in der Nähe sein. Es wäre interessant mal zu gucken, ob man die vielleicht findet. Ich nehme mal gerade einen Trank. Ich habe keinen Bock, das alles langsam zu laufen. Ich sollte sowieso öfter Geschwindigkeitstränke nutzen. Weil, ich weiß, an sich ist, hat mich das früher nie gestört, dass man hier so viel rumrennen muss. Irgendwann schon ein bisschen, aber das ging irgendwie immer noch. Mittlerweile finde ich es ziemlich nervig. Und da es ja die Möglichkeit mit den Geschwindigkeitstränken bzw. mit dem Rum gibt, ist das doch völlig legitim und völlig in Ordnung, das zu machen. Dann gucken wir mal, ob Francis sich jetzt beschwert oder ob wir das noch machen können, weil es hätte auch sein können, dass wir die Kiste nicht hätten öffnen dürfen, sondern ihm hätten direkt geben müssen. Das werden wir jetzt sehen. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Ups. Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst, wenn mir das Buch gehören würde. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergibter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Du wolltest doch den Schlüssel zu Gregs Hütte. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? So einfach geht das. Ich habe gerade überlegt, ich muss ja Angus und Hank noch machen, aber das kann ich auch nachher noch machen. Erstmal gehen wir jetzt hier hinein und gucken uns um. Da ist, glaube ich, nichts Spannendes. Doch, ein ein Sechshand. Ein goldener Kerzenständer. Da ist Truhe Nummer 1. Da ist ein Ring. Und da ist Truhe Nummer 2. Ich hoffe, wir können beide öffnen. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts. Was war das denn jetzt? Links, links, hä? Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links, links. Das war die falsche Truhe. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil dann die Chance auf die zweite Truhe. Oh, noch da ist Flaschenpost. Ich hoffe, das macht uns kein Problem, wenn wir das hier alles ausräumen. Egal. Da war aber irgendwas. Was habe ich da gesehen? Flaschenpost war da. Aber können wir auch nachher noch machen. Lass mir jetzt an die Truhe. Die ist offen und da finden wir dann Logbuch von Greg, Gold und weißen Rum. Aber die Rüstung ist nicht da. Doof. Dann öffnen wir einmal die Flaschenpost. Schatzkarte erhalten. Ist das die Schatzkarte? Das ist die tollste Schatzkarte, die es überhaupt gibt. Ihr seht diese ganzen schwarzen Kreuze auf der Karte und überall da, wo diese Kreuze sind, kann man einen Schatz ausgraben, wie wir das gemacht haben in Corinnes. Ich glaube, den ganz links, den habe ich auch schon geholt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich denke, ja, weil da war ja der Kombo, hast du wollt, ne? Und die anderen sind halt genauso. Und da kann man überall
auch diese, wer sind nochmal? Diese Steintafeln hier kann man da auch finden und das ist ganz praktisch. Logbuch von Greg. Oh Gott. Das lesen wir jetzt nicht alles durch. Aber hier am Ende, ich werde mit der Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager, damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones in die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven vorhat. Da wissen wir jetzt, wo die Rüstung hin ist. Das Schönste ist... Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Ach stimmt, die Viecher aus dem Canyon beseitigen kommt, glaube ich, jetzt erst. Fällt mir gerade ein. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Ja, muss ja wohl. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Ich habe was anderes gehört. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu tratschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar schon... Ich glaube nicht, dass ich alle besiegt habe, aber ich habe ein paar Rays habe ich besiegt. Wegen der Ja, aber es ist... Okay. Eine Piratenrüstung habe ich jetzt. Was bringt die mir überhaupt? Wahrscheinlich nichts. 55, 55 und das war's. Und ich ziehe mir meine Feuerrobe an, weil ich brauche meinen Mana. Weiß gar nicht, wie viel Mana bringt die Robe? 25? Ja, okay. Die könnte ich auch noch ausziehen. Weil sonst, könnte das doch schief gehen, wenn ich die Waffe wieder ablege. So, aber an dieser Stelle machen wir auch schon Pause erstmal. Wir sind hier drin ja jetzt schon mal weitergekommen. Greg ist endlich wieder da. Wir haben die Rüstung nicht bekommen, dafür die Schatzkarte. Und ja, hier wird sich jetzt wieder was tun und wir kriegen neue Aufträge und kommen dann hoffentlich irgendwann bald ins Banditenlager. Also nächste Folge dann Canyon säubern und die beiden Idioten finden, die sich haben killen lassen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut. Ach, und denkt dran, eure Meinung zu den weiteren Spielen und in die Kommentare zu schreiben. Bis dann.